Ja, dann fangen wir gleich an mit dem organisatorischen. Also zuerst einmal natürlich herzlich willkommen. Also auch wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Und ja, wir haben uns schon sehr darauf gefreut, wieder mit euch gemeinsam bei der Manu zu singen und zu meditieren. Wir haben ein paar Mantras vorbereitet, die wir gemeinsam mit euch singen wollen. Es ist auch da, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt einfach lieber nur zuhören und meditieren, dann ist auch das vollkommen in Ordnung. Von den Texten her, manchmal ist vielleicht, muss man ein bisschen schauen, also wir haben so ein paar Booklets vorbereitet. Vielleicht gelingt es einem auch dann, dass man so hineinkippt, dass man die Augen schließen kann und trotzdem mitsingen kann, ohne dass man den Text lesen muss. Die Mantras sind auch so aufgebaut, dass man immer ein paar mehrere Teile haben, da könnt ihr euch dann eben auch aussuchen, in welchen Teil ihr da gerne hineinfallt und vielleicht bei einem bleiben, beziehungsweise auch immer switchen zwischen den, also es ist wirklich alles so, wie es für euch dann einfach passt. Und nach jedem Mantra machen wir auch immer gerne so eine ganz kurze, stille Meditation, einfach um die Mantras auch nachwirken zu lassen, nachschwingen zu lassen. Namaste. Um einmal anzukommen und auch den Raum, die Atmosphäre und die Gruppe zu spüren, wollen wir euch einladen, dass ihr mal die Augen schließt, euch bequem hinsetzt und euch für einen Moment lang mit der Atmung verbindet. Spürt, wie die Atmung in euren Körper einfließt und euren Körper wieder verlässt. Und steigt ein in diesen Fluss, in diesen euch ganz eigenen Rhythmus. Mit einer der nächsten Einatmungen richtet euch auf, macht die Wirbelsäule lang. Spürt euch in voller Größe. Mit einer der nächsten Ausatmungen lasst euch dabei behilflich sein, alle Spannung, die ihr für diese aufrechte Sitzposition nicht braucht, gehen zu lassen. Atemzug für Atemzug kommt an in diesem Raum. Auf dieser Matte. In eurem Körper. Mantra singen, zählt zum Bhakti-Yoga. Und Bhakti ist der Yoga der Hingabe. Und unsere Einladung heute an euch ist, euch hier darauf einzulassen, euch ganz hinzugeben, diesen Mantren, die wir gemeinsam singen werden. Zu gehen mit eurem Innersten, mit dem Göttlichen in euch, in allen Facetten, in allen Varianten, die es annimmt. Ihr wollt, dann könnt ihr den Augenblick nutzen, um euch eine persönliche Intention für diese Einheit, für diesen Kirtan zu setzen.
Sorgen und Ängsten geprägt. Und bei der Meditation sollte es ja vor allem darum gehen, dass man mal zuerst auch wieder erlernt, die negativen Gedanken durch positivere zu ersetzen. Und weil auch das nicht immer so einfach ist, wenn man sich mal hinsetzen möchte und meditieren möchte und dann immer diese positiven Gedanken findet, helfen uns eben in dem Sinne die Mantras einmal wirklich komplett auszuschalten, sowohl die positiven als auch die negativen Gedanken, und anstatt das, was sich so auch schon als Mantra, als Gedanke in uns mehr und mehr festigt, wie zum Beispiel auch, wenn man sagt, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder das wird mir zu viel, vielleicht durch ein Um-Ersetzen oder ein Om Namah Shivaya oder welches Mantra man auch immer hat, dass man gar nicht so diese Verknüpfungen wiederherstellt mit den Gedanken, sobald irgendwelche kommen, auch wenn es gute Gedanken sind, aber man verbindet gleich wieder was und man verliert sich dann oft wieder, man verrennt sich dann in irgendwelche, ja, vielleicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Und durch die Mantras selber und durch das ständige Wiederholen eines Mantras beruhigt sich der Geist, beruhigt sich unser ganzes System. Durch das Singen, die Schwingungen, vibriert unser Körper, jede kleinste Zelle mit. Und das hat alles eben wirklich sehr gute Auswirkungen auf unseren Körper, auf unseren Geist. Und es bringt uns wieder mehr zurück in das Hier und Jetzt. Und Mantras, so wie auch im Yoga, Yoga bedeutet ja auch Einheit, das ist wirklich so eine, stellt so eine Verbundenheit mit sich selbst her. Also wieder ein Einssein mit sich selbst und mit allem, was ist. Und das ist auch unser heutiges Thema, diese Verbundenheit, dieses Einssein mit allem. Vielleicht können wir uns auf das einlassen. Vielleicht habt ihr dazu auch gleich ein ganz bestimmtes Thema, wo ihr meint, da passt das ganz gut. Einfach wieder dieses Spüren, dieses Wahrnehmen, dieses ganz bei sich sein, anstatt durch Gedanken gesteuert oder von außen gesteuert, durch andere Ängste, von anderen Menschen oft, sondern wirklich einfach wieder ganz bei mir sein oder einfach nur sein. Thank you.
Thank you.
Thema sich einlassen und eins werden ist für mich persönlich auch immer das Einswerden mit dem Gesamten, mit der ganzen Schöpfung. Und jetzt ist gerade Frühlingsbeginn und da ist das für mich besonders, überhaupt wenn so freundliche Tage sind, was ganz Spezielles, was ganz Schönes, sich einzulassen auf dieses neue Leben, das jetzt nur mehr darauf wartet, zu sprießen, zu explodieren und die Schöpfung wieder in ihrem vollen Ausmaß sich zeigen zu lassen und uns feiern zu lassen, das Leben feiern zu lassen. Und das nächste Mantra geht zur Mutter, zu der Schöpferkraft. Jayambe, Jagadambe, Bhavani, Janani, das sind alles Namen für die Mutter, Namen für ihre Aspekte, die die gebärt, die die Leben schenkt, die die Mutter des ganzen Universums ist. Und auch hier ist wieder so, dass es drei Teile gibt, die werden uns gemeinsam in jeden einzelnen dieser drei Teile zuerst versenken und dann können diese drei Teile komplett durchgemischt werden. Thank you.
nächsten Mantra geht es auch vor allem um die Liebe. Und durch die Liebe, oder nur durch die Liebe, spürt man ja auch wirklich wieder diese Verbundenheit, dieses Einssein mit allem. Es gibt auch so einen Spruch, den ich mal gelesen habe, der sagt, dass jede spirituelle Lehre vergebens ist, wenn man nicht weiß, wie man liebt. Und ich denke, das bringt wirklich so, ja, bringt es auf die Essenz, dass die Liebe verbindet. Thank you.
Wer Schmetterlinge lachen hört. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Der wird zur Pflanze, wenn er will, zum Stier, zum Narr, zum Weisen und kann in einer Stunde durchs ganze Weltall reisen. Der weiß, dass er nichts weiß, wie alle anderen auch nichts wissen. Nur weiß er, was die anderen und auch selbst noch lernen müssen. Wer in sich fremde Ufer spürt und Mut hat, sie zu recken, der wird allmählich ungestört von Furcht sich selbst entdecken. Abwärts zu den Gipfeln seiner selbst blickt er hinauf. Den Kampf mit seiner Unterwelt nimmt er gelassen auf. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken. Wer mit sich selbst im Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle seine Erben.
Thank you.